Wir sehen hier das Nokia N81. Das ist ein Spiele- und Musikhandy. Und das mit dem Musikhandy erkennt man zum Beispiel an diesen, ja, für ein Handy schon recht großen Lautsprechern hier an der Seite. Die sind auch durchaus gut geschützt. Andere Sachen dagegen sind nicht so gut geschützt. Zum Beispiel hier der Steckplatz für Kopfhörer. Oder auch wenn man das aufslidet. Also hier ist schon für Staub, ja, finden sich da schon Löcher, wo der sich gut festsetzen kann, leider. Auch die Kamera hier hinten, ja, lässt sich nicht, also lässt sich nichts vorschieben oder so. Sie ist nicht wirklich gut geschützt. Das ist natürlich ein bisschen schade. Naja, aber ansonsten ist das Handy sehr kompakt einerseits, andererseits aber schon auch sehr dick und auch schwer. Also es wiegt 138 Gramm. Das ist schon ganz ordentlich. Naja, aber so viel zum Äußeren. Jetzt wollen wir uns mal ein bisschen mit der Bedienung auseinandersetzen. Also das hier ist erstmal der Startbildschirm. Ich gehe nochmal ein bisschen näher dran, dann erkennt man das auch besser. Grundsätzlich lässt sich das Display eigentlich sehr gut ablesen, auch bei Sonnenschein. Also es spiegelt so gut wie gar nicht. Das ist schon, ja, ganz gut gemacht. Hier, wie gesagt, mein Startbildschirm. Ich habe hier mehrere Symbole für Schnellzugriffe. Dann, was ganz besonders praktisch ist, ist diese Suche. Denn ja, das Menü dieses Handys ist ein bisschen gewachsen und dadurch ein bisschen unübersichtlich. Aber über diese Suche finde ich alles ganz problemlos. Und zwar habe ich hier unten ein Eingabefeld und dann kann ich zum Beispiel... Oh, jetzt habe ich mich vertippt. Was ist jetzt mit T9? So. Jetzt habe ich zum Beispiel Kamera eingegeben. Und also mir wird das hier immer schon alles vorgeschlagen. Und ich kann aber auch hier navigieren und kann zum Beispiel sagen, ich möchte nur in der Musik suchen, nur in den Kontakten. Und mich dann hier eben durchklicken. Also dadurch ja, lassen sich Inhalte, wie gesagt, sehr schnell finden. Und gerade so seltener genutzte Funktionen lassen sich damit auch eben schnell aufrufen, wenn man nun nicht genau weiß, hinter welchem Menüpunkt sie sich verbergen. So, dann gehen wir jetzt mal ins Menü. Dafür gibt es hier die Taste. Vorher können wir uns generell diese Tasten nochmal anschauen. Und zwar ist sehr auffällig, dass die Taste zur Rufannahme und zum Auflegen sehr weit nach außen gerutscht sind. Das liegt daran, dass wir eben zum einen hier Tasten haben, dann habe ich hier mein Steuerkreuz, dann hier in der Mitte. Die Taste ist berührungssensitiv, also ich habe dann zum Beispiel beim Surfen im Internet über WLAN oder UMTS oder auch Edge habe ich einen Mauszeiger, den kann ich hier rüber eben hin und her schieben. So, und hier um das Steuerkreuz drumherum, da sind nochmal Tasten für den Musikplayer. Die sieht man jetzt nicht, die sind, oder ja, die leuchten dann, wenn der Musikplayer an ist. Aber deshalb ist alles andere eben sehr weit nach außen gerutscht. Das ist ungewöhnlich und da muss man sich sicherlich erstmal mit zurechtfinden, weil man die Tasten eher in diesem Bereich suchen würde. So, nun wollen wir aber hier über diese Taste ins Menü gehen. Das ist ja, wie gesagt, sehr umfangreich. Kontakte, Mitteilungen, Karten, Musik, Galerie, Kamera, Suche, Internet, Spiele. Das ist eben diese Engage-Plattform von Nokia. System, Programme, Laden. So. Und wir werden jetzt in das Mitteilungsmenü einmal reingehen und mal eine SMS tippen. Denn ich möchte nicht nur die Tasten hier oben, die haben wir uns ja eben schon ein bisschen angeschaut, die lassen sich eigentlich auch ganz gut drücken soweit. Ich will jetzt aber auch mal diese Tasten hier unten ein bisschen ausprobieren. Man sieht schon, die 5 ist ein bisschen gesondert abgehoben, um sich zu orientieren. Insgesamt ist es aber sehr, sehr glatt. Und ich werde jetzt hier mal ein bisschen tippen.
Und ich muss sagen, ich finde gerade diese obere Reihe lässt sich sehr schlecht tippen, weil da eben hier schon der obere Teil des Handys weitergeht. Das heißt, da kommt man nicht so richtig hin. Da muss man schon wirklich so mit der Fingerspitze tippen, während man den Rest eigentlich so ganz gut auch mit dem platten Daumen drücken kann. Insgesamt spürt man das aber kaum, hier die Übergänge, dadurch, dass das so glatt ist. Und ja, ich finde die Tasten sogar fast ein bisschen klein. Also dafür, dass man sie wirklich so wenig spürt. Also da muss man schon hingucken beim Tippen. Thank you.